The pretties my little girl is giving me. Willkommen zurück zu Resident Evil 7 Biohazard. Wir spielen heute den letzten Banned Footage DLC, der noch übrig bleibt, nämlich Albtraum. Und das wird auch ein wahrer Albtraum. Dieser Modus ist absoluter Hardcore-Shit. Ich habe damals gesagt, ich spiele ihn nicht, aus gutem Grund. Jetzt machen wir es eben doch. Aber erwartet bitte nichts. Es kommen jede Menge Gegnerhorden auf uns zu. Wir müssen eine ziemlich lange Zeit überleben und mit unseren Ressourcen umgehen. Es wird crazy. Belohnungssystem gibt's auch. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das dann Sachen sind, die man fürs Hauptspiel freischaltet oder... Nee, macht ja keinen Sinn eigentlich. Ja, egal. Verstehe ich nicht ganz. Schauen wir einfach mal rein. Die Flucht endet hier. Clancy hat sein Bestes gegeben, aber er konnte Jack nicht davonlaufen. Die Treppe heruntergeschleppt, unter den Keller geworfen, röchelt Clancy in der schimmelverseuchten Luft, als Jack die Tür die freie zuknallt und sagt, schnall dich an! Und mehr kann ich nicht lesen, da mein PC einfach zu schnell ist. Er ist zu gut. Ich sollte mir einen schlechteren PC kaufen, damit die Ladesequenzen länger sind. Spaß. Wo bin ich? In der Hölle. Was war das? Soll das ein verdammter Scherz sein? Ja, schön wär's, ne? Moment, bin ich in diesem Höllenkeller? Oh, das würde einiges erklären. Ja, doch, tatsächlich, an die Öfen, beziehungsweise an die... Doch, es waren Öfen, ne? Da waren Leichen drin. Egal, wir sind in diesem Höllenkeller und haben 1000 Zahnräder. Mit diesen 1000 Zahnrädern können wir uns jetzt eben unsere Ressourcen kaufen. Ich weiß noch, man bekommt dann auch... immer mehr von diesen Zahnrädern. Merk auch gerade, die Sachen werden immer teurer. Also, wenn du es einmal gekauft hast, dann wird es teurer. Okay, und hier gibt es noch mehr Zahnräder. Alles klar. Und ich glaube, je länger ich durchhalte, desto mehr bekomme ich davon auch. So war das ungefähr. Ich habe das vor 3 Jahren schon mal angespielt und für unmöglich befunden. Jetzt versuchen wir es doch. 5 Stunden müssen wir durchhalten. Sprich, 5 Gegnerwellen überleben. Aber das wird wirklich extrem. Ich weiß jetzt gar nicht, was hier die klügste Taktik ist. Ich habe mich jetzt einfach mal für jede Waffe entschieden, bis auf den Granatwerfer und genügend Heilung. Am besten werde ich jetzt hier auch mal bei Fähigkeiten die Gesundheit grundsätzlich erhöhen. Kann ja schon mal nicht schaden. Ja, und ich glaube, jetzt werden wir gleich Besuch bekommen, oder? Oder soll ich raus? Nee, warum sollte ich? Ich bleib hier. Ich bleib für immer hier. Hier ist es kuschelig warm. Habt ihr das auch gehört? Sie kommen. Ja, da ist er. Oh, der Erste. Bam. In your head. Einmal reicht nicht. Ja gut, aber man kann die Schrotflinte ja auch verbessern. Sollte ich vielleicht frühzeitig tun. Weil es ist meine stärkste Waffe, neben dem Granatwerfer. Nur, dass ich die Flinte wahrscheinlich deutlich häufiger gebrauchen werde. Und ich glaube, diese normalen Molded kann ich dann schon one-hitten, was halt super important wäre. Oh Gott, ich muss nachhalten! Nachladen, sorry. Ich bin übelst angespannt. Also, ich sag euch ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde. Aber so die Hälfte wäre ganz geil. So 2, 3 Gegnerwellen überstehen, das wäre schon ganz geil. Oh, ist die Pistole schwach, Alter. Also wenn du da nicht 2-mal hintereinander einen Kopf triffst, gibt es ja gar keinen Knockback. Das juckt den Gegner dann überhaupt nicht. Alter, wo kommst du denn her? Junge. Ich gucke mich jetzt doch mal um hier. Da ist eine Tür. Aber da brauche ich einen Dietrich. Nee, Ätzmittel. Rück mir nicht so auf die Pelle, Alter. Du schleimiger Schimmel-Kecko. Okay, mehrere Abzweigungen. Ich weiß nicht, kann man auch Sachen grundsätzlich auf der Map finden? Also Zahnräder? Sind die vielleicht versteckt? Weil irgendeine Motivation muss es ja geben, dass ich hier rumlaufe. Oder nicht? Hä? Da ist wieder jemand.
Ja. Pff. Aber hier ist gar nichts. Sag mal. Ist das jetzt ein neuer oder? Ach, egal. Ich gehe einfach mal weiter. Es muss doch hier. Muss doch hier irgendwas geben. Ah, es war derselbe. Der hat immer noch gelebt. Oh, 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 oh. Von beiden Seiten kommt einer. Von beiden Seiten. Ich muss hier durch. Ich muss hier durch, Bruder. Sorry, ich bin Sanitäter. Ich muss hier durch. Wo brauche ich einen Sanitäter? Den könnte ich selber gebrauchen. Ja, wobei, noch geht's uns gut. Ja, du brauchst dich gar nicht schützen, Alter. Das ist doch alles Akupunktur, was ich euch dazu füge. Ganz entspannt. Ach du Schande. Nee, hier ist ja nirgendwo was. Warum sollte ich mich denn dann bitte außerhalb meiner Basis aufhalten? Ich verstehe das jetzt nicht so ganz. Aber andererseits, du musst doch diese Türen auch irgendwie aufkriegen. Konnte man das Ätzmittel herstellen mit den Zahnrädern? Das weiß ich gerade gar nicht. Ey, wie viele sind das? Und muss ich die überhaupt alle töten? Doch, glaube ich schon. Glaube schon. Also es geht nicht nach Zeit, oder? Geht's nach Zeit? Well, Frage beantwortet. Ich glaube, es ist eher im Gegenteil. Ich habe ein Zeitlimit, alle Gegner zu besiegen. What the fuck? Also, Flinte verbessern und Flintenmuni. Ja, jetzt Erzmittel gibt es da oben auch. Kostet aber entsprechend 1500. Ich glaube, das... Nee. Ich weiß ja nicht mal, was dann dahinter ist. Ne? Ich bleib jetzt erstmal hier, würde ich sagen. Flinte verbessern war, glaube ich, nicht so dumm. Aber ich muss halt den Kopf treffen. Und den Preis für die Flintenmuni im Auge behalten. Ich frage mich auch, bleibt die Zeit stehen, wenn ich crafte? Oder kann ich dann angegriffen werden? Oh nein! Daneben geschossen. Aber ich hasse diese Spinnenviecher auch. Die sind so ultra agil und auch mega stark. Der nächste kommt. Okay, so wie es aussieht, habe ich doch alle Zeit der Welt am Schreibtisch. Beziehungsweise an der Werkbank. Da sind einfach drei Spinnen-Molded übereinander. Oh, und wir haben die erste Welle überstanden. Wir haben die erste Welle überstanden, aber das war jetzt ja schon echt wild. Junge, Junge, es gibt 5 Wellen. Ja, mehr Gesundheit erstmal, ne? Oh, das gibt aber einen kräftigen Bonus jetzt. Okay. Das erhöht meine Chancen. So, zweite Stunde. Sie ist bereits angebrochen. Doch, Pistole auch verbessern. Beide Waffen direkt hochpushen. Inklusive Munition, ne? Wobei, ich habe nur noch 385. Vielleicht erstmal sparen. Obwohl ich hab... Ja, mit 4 Flintenmuni komme ich nicht weit. Seien wir mal ehrlich. Eigentlich ist 8 auch zu wenig, aber ich kann mir nichts mehr leisten. Es ist so ruhig hier. Drahtfalle. Benötigte Reste. Okay, also für 100 kannst du da wohl... Du hast bis hier überlebt. Ja, für 100 kannst du da wohl so eine Drahtfalle aufstellen, die dann eventuell einen von denen tötet. Ich weiß nicht. Finde ich jetzt nicht so lohnenswert. Ja, natürlich kommen sie wieder von beiden Seiten. Man kennt's. Beweg dich! Was zur Hölle? Ich kann mich nicht bewegen. Ich steck fest. Nochmal gut gegangen. Damn, Bro. Oh, hier waren wir noch nie. Warte mal, was? Hier ist noch so eine Maschine? Okay. Hätte ich die mal früher gefunden. Aber das wird dann sicherlich nicht die einzige sein.
Könnte mir vorstellen, dass da unten im Keller noch eine ist. Aber jetzt kommen gerade alle. Oh nein, ich muss nachladen. Schnell wechseln. Und gute Nacht. Was? Wir sind weit. Aber es läuft. Es läuft. Ich komme noch nicht vorbei. Ich komme nicht vorbei, weil sie nicht tot sind. Und ich muss nachladen. Oh nein. Abwehren. Hinter mir. Oh, okay. Eins nach dem anderen. Gut. Gut, 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 gut. Ich habe hinter mir was gehört. Der ist auch immer noch da, aber ich glaube, wir kehren jetzt erstmal zu. Ach du Scheiße. Oh, fuck. Ich habe doch gesagt, wir sollten zurückkehren. Wobei, jetzt bringt mir ja auch nichts. Die sind ja schneller als ich, glaube ich. Aber nur hier kann ich halt Sachen herstellen, ne? Oh, plus 700. Geil, Alter. Ich würde halt liebend gerne schon mal auf dieses Ätzmittel sparen, aber das kann ich nicht bringen. Es wird immer heftiger. Ich brauche mehr Gesundheit. Ist einfach so. Hau ab. Ah, stirb. Hast du nicht anders verdient. Genauso wie dein Bruder. Also an sich. Was? Jack? Ihr macht Scherze, oder? Mir mehr wehtun als dir. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Vor allem in der zweiten Gegnerwelle. Was kommt denn dann bei 3, 4 und 5? Das ist völlig geisteskrank. Daran merkt ihr auch, ich habe vor 3 Jahren noch nicht mal in die zweite Phase geschafft. Es gibt's doch nicht. Ich muss alles draufhalten, was ich habe, wenn ich ihn finde. Da war er, da war er. Ich komme. Ja, das befürchte ich auch. Deswegen komme ich dir zuvor. Ja, weiter, weiter, weiter. Oh shit, muss nachladen. Ich fass es nicht, dass man hier noch gegen Jack kämpfen muss. Solange du mich nicht durchdringst. WTF, was ist bitte los mit diesem Modus? Ich bin ein Beschäftigter. Ja, ich auch. Ich hab noch einiges zu tun hier nach. Ich wollte zurück in mein Büro, meine Filme schneiden. Weil hier Clancy war doch der Kameramann, ne? Oh oh. Oh oh. Die Frage ist, warum kann er dann so gut mit den Waffen umgehen? Au, Scheiße! Zeit für eine Limonade. Alter Mann, Junge! Du kannst es nicht mit deinem alten Mann aufnehmen? Nee, weil du auf Steroide bist. Ey, Alter, wie kommt er denn immer an mich ran? Hör auf! Jeden Tag dieselbe Leier. Da hast du recht. Das müsste dich doch langsam auch langweilen. Oh nein, ich kann mir nicht viel leisten. Oh! Was hast du da eigentlich in der Hand? Scheißegal. Ja, Mann, schon wieder nachladen. Ich muss eigentlich eine volle Flinte haben, wenn ich ihn einmal breche und er am Boden liegt. Mann, das kotzt so an. Ich weiß nicht, wie der das macht, dass er da immer an mich rankommt. Das ist mir kackegal. Du blöder alter Hornochse! Verreck! Mal wieder nachladen, ich kotze.
Vor allem, es kommen keine neuen... Oh, ist er tot? Ist er tot? Ist er tot? Yes, ich glaube, er ist tot. Jesus Christ. Er war also der Boss der zweiten Welle. Ich kann nicht garantieren, dass wir die dritte überstehen werden. Das ist nochmal um einiges schlimmer, als ich dachte. So, aber ich hoffe, jetzt kommen wieder neue Zahnräder, weil der hat die ja, glaube ich, gestoppt gehabt. Ja, ja, okay. Pressen wurden wieder gestartet. So, 1600. Ich muss mich heilen und die Heilung verbessern. Es tut mir leid, ich kann mir das Erzmittel nicht holen. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, was hinter der Tür ist, aber das ist mir auch ein bisschen zu viel Gamble. Kann gut sein, dass da noch eine Maschine ist, ja, ich weiß es nicht, Alter. Aber selbst dann müsste ich ja auch erstmal wieder lange, lange überleben, um die 1500, die ich da reinbutter, wiederzubekommen. Das ist mir einfach zu risky. Ich spiele lieber auf Munition und Leben. Und wenn es eine falsche Entscheidung ist, ey, dann ist es so. Ich bin schon mal nicht unzufrieden mit dem Versuch. Jetzt wäre es noch geil, wenn wir die dritte Runde überstehen, weil dann haben wir 3 von 5 und dann kann ich damit leben. Aber ich bin mir sehr sicher, wir schaffen es nicht bis zum Ende. Es ist zu wild. So, den Granatwerfer habe ich mir jetzt extra geholt, weil, naja. Man kann sich ja denken, was jetzt kommt. Es werden immer mehr... Wahrscheinlich die Spinnen, die normalen und die mit diesem langen, scharfen Arm im Verbund. Und dann ist die einzige Möglichkeit, sie alle auf einmal niederzubrennen. Wenn die Schrotflinte nicht mehr regelt, so wie jetzt. Oh, fuck, nein. Daneben. Ich hab's ja gewusst, es kommen zu viele, aber es sind noch nicht die heftigen, deswegen spare ich. Granatwerfer ist die letzte Option. Eigentlich ist es doch das Klügste, wenn du immer zwischen den beiden Maschinen hin und her wechselst, oder? Genau, weil jetzt haben sich hier wieder 600 angesammelt. Das ist halt schon krass viel. Und wenn wir Glück haben, ist hier unten noch eine. Ich hätte eigentlich schon viel früher hier runtergehen müssen, aber... Konnte ja keiner ahnen. Ja, super, hier spawnt jetzt auch noch hinter mir einer. Ja, top. Tipptopp, Alter. Okay, nochmal Glück gehabt. Nachladen und wegballern die Schweine. Am besten mit der Pistole. Bisschen sparen. Bisschen sparen, ja. Ressourcen sind wichtig. Waffen müssen grüner werden. Oh nein. Okay, das ist hier also keine Option. Könnte sein, dass die eine verätzte, oder die Tür, die ich wegätzen kann, dass die mit dem Keller verbunden ist. Auf jeden Fall sollte ich dann nicht nochmal runtergehen. Seltsam, dass hier rechts nichts war, ne? Vielleicht war ich nur zu blind. I don't know. Das ist so teuer mittlerweile. 490 für Flintenmuni. Ja, ich muss eigentlich mehr auf Pistol gehen. Im 1 gegen 1 ist es okay, aber sobald 2 im Spiel sind, ist die Pistol sehr gefährlich. Oh nein. Wieder einer mit einer Riesenschere. Hallo. Warum fällt er nicht um? Oh. Ja, moin. Ja, moin! Aua. Ich suche zwar einen Chiropraktiker, aber... einen sympathischen. Das hat keinen Sinn. Es sind zu viele. Ey, kann es sein, dass es... Den mit den Scheren, den juckt irgendwie überhaupt gar nichts von dem, was ich da mache. Ich denke, es wird langsam Zeit für den Granatwerfer. Oh, aber ich glaube, immer wenn diese Warnung eingeblendet wird, dann sind wir schon im letzten Drittel. Alle Pressen werden in 40 Sekunden gestoppt. Ja, großartig. Ah!
Oh, der lebt noch. Mann, hau doch. Och, come on. Immer muss ich im falschen Moment nachladen. Digga, die Musik geht auch so hart ab, ne? Was tue ich hier eigentlich? So, was mache ich jetzt mit den 1-3? Ich muss Flinte und Gesundheit verbessern, weil ich habe vorhin gemerkt, dass die Limonade mich nicht mehr komplett heilt. Ich würde schon gerne, wenn ich einmal so ein Ding verwende, komplett geheilt werden. Oh fuck. Oh fuck. Da kommen sie. Was? Da ist sogar so ein Bloater-Ding dabei. What the fuck? Nein, nicht mal der Granatwerfer hält die auf. Ich bin tot. Ja, ja, nein, ich kann mich nicht mehr... Ich komme hier nicht mehr raus. Ach du Scheiße, BTF. Lasst mich vorbei, ihr ekelhaften Würmer. Nein, du hast Mundgeruche auf. Ich glaube, gegen den ist halt Flammenwerfer besonders effektiv. Beziehungsweise Granatwerfer, aber auf nächster Nähe. Echt? Oh, oh, wow. Als ob ich das noch überlebt habe. Auf nächster Nähe wollte ich ihn halt nicht nutzen. Zumal ich auch erstmal nachladen musste. Also es ging jetzt gar nicht. Was zur Hölle? Bro, ich habe keinen Plan, wie ich das überlebt habe. Jetzt muss alles perfekt laufen in der vorletzten Runde. 2 Stunden bis zur Morgendämmerung. Come on, Bro. Come on. Halt durch. Pressen wäre wieder gestartet. Okay. Alright, dann holen wir uns mal ein paar Zahnrädchen. Da können wir was Schönes draus bauen. Tick, tack, tick, tack. 1300. Was ist nur mit diesem Haus los? Es reicht ganz knapp für das Ads-Mittel nicht. Und ich muss jetzt handeln. Aber ich weiß jetzt schon, es ist ein großer Fehler, dass ich das Ads-Mittel nicht hergestellt habe vorhin. Aber jetzt lässt sich's nicht mehr ändern. Lad nach, verdammte Axt! 2 mega unnötige Gegentreffer. Eine Spinne. Ja, jetzt kommen alle sofort auf einmal. Ich glaube, das war's, Leute. Mann, und ich bin schon wieder hier in dieser Ecke. Es darf nicht wahr sein. Vorhin dachte ich mir, ich lasse mich nie wieder von euch hier in die Ecke drängen und schon stehe ich wieder hier. Keine 3 Minuten später. Aber gut, solange keine Bloater dabei sind. Ich brauche mehr Zahnräder. Für Flintenmuni. Alles andere bedeutet mein Ende. Oh Mann, und auch hier wollte ich doch eigentlich nicht mehr runter. Okay, okay, okay. Oh fuck! Das habe ich gehört. Wenn man den Gang hier... Okay. Wenn man den Gang hier ausnutzen kann zum Nachladen, dann macht das sogar Sinn. Aber es war knapp. Ich muss mich auf das Finale vorbereiten von dieser Runde. Ich bin sicher, dann kommen noch mehr Bloater. Die dürfen mich nicht im falschen Moment erwischen. Der Granatwerfer muss diesmal frühzeitig regeln. Okay, 1-1. Flinte und Granatenmuni. So wie Pistole.
Gut. Haben wir es sinnvoll aufgeteilt, denke ich. Besuch ist da. Du willst kuscheln? Sorry, ich bin vergeben. Ah! Och nö. Oh, ich schieße in letzter Zeit auch voll häufig ins Leere. Aber du merkst auch nicht immer sofort, wenn die Gegner tot sind, ne? Wie viel hat sich denn hier hinten wieder angesammelt? Lass mich mal vorbei, bitte. Ich muss mir das anschauen. Da ist einer. Oh, der lebt noch. Oh. Ja, großartig. Alter. Fuck. Ja, ich muss warten, bis die alle beisammen sind. Sonst bringt es nichts. Nein. Och, nö. Scheiße. Die haben mich jetzt voll auf dem falschen Fuß erwischt. Komm, nochmal schnell looten. Let's go. Loote. Und dann zurück zur Werkbank. Mach schon. Ach so, da ist jemand. Da ist jemand gespawnt. Ich dachte schon, warum kann ich mich nicht bewegen? Was ist denn jetzt wieder los? Wo kommen die alle her? Was? Was? Nein! Das Ding war nicht geladen! Lad doch nach, du Bastard! Auch wenn ich mich selbst verletze. Es muss sein. Tschüss. Nein, ich muss zurück. Ich muss zurück. Fuck, ein Hit und ich bin down. Okay, zwei. Aber jetzt ist wirklich Schluss. Ich denke nichts mehr. Ich denke nichts mehr. Oh Gott. Komm schon, Bro. Du brauchst eine Heilung. Komm, die Runde schaffen wir noch. Let's go. Heil dich. Okay. Aber was jetzt mit Muni? Was mit Muni? Ja. Ich darf den letzten Granatenwerfer nicht verschwenden. Aber ich habe kaum mehr was zu schießen. Vielleicht hätte ich nicht so viele Arzneimittel herstellen sollen. Vielleicht hätte es eins fürs Erste getan, weil es kommen auch keine neuen Zahnräder mehr nach. Oh nein, und die Bloater kommen! Die Bloater! Fuck, was jetzt? Oh nein! Rollert nach. Letzter Schuss. Gib ihm. Nice. Als ob der noch lebt! Jo, ein zweiter, alles klar! Was habt ihr geraucht? Oh, warum stirbt er denn nicht? Ich bin erledigt. Ich habe keine Waffen mehr. Lasst mich doch durch, ihr Fetten! Schimmelfressen! Mann, Digga, lass mich durch! Doch, ich bin durchgekommen, bin durchgekommen! Hier ist nichts mehr, aber vielleicht bei der anderen Maschine. Ich brauche jetzt Zahnräder! Es muss doch irgendwas geben! Ich kann auch nicht mal so eine Falle herstellen, weil ich nicht mal 100 habe. Gönn. Was? Nee, oder?
Ich habe zu viel Medizin hergestellt, aber selbst wenn ich nur einige... Ich hätte, glaube ich, trotzdem keine Muni mehr gehabt. Was soll denn der Mist? Ja, wow, Messer. Geil. Das war's. Dabei bin ich sicher, das sind die letzten zwei Gegner der vierten Runde. Oh Mann, nein. Das darf nicht wahr sein. Kann ich wirklich nicht? Nein. Ja, komm, dann sterben wir in Würde. Und vielleicht geschieht ein Wunder. Aber ich bezweifle, dass ich die Dicken mit dem Messer besiegen kann. Stirb! Verdammt nochmal! Das ist doch so lächerlich! Wie viele denken die? Das ist doch nicht normal! Ich habe zwei Granatenwerfer auf die abgeballert und die ganze Schrot verballert! Klar, jetzt denkt man sich, hätte man hier was anderes gekauft, hätte man da gespart. Aber ja, auch wenn das jetzt traurig ist, weil wir waren wirklich kurz davor, auch die vierte Runde zu schaffen. Ja, scheiß drauf. Ich bin trotzdem zufrieden. Ich bin trotzdem zufrieden. Und offenbar, die Sachen, die man freischaltet, kann man dann beim nächsten Mal starten benutzen. Also es wird dann einfacher. Vielleicht ist der Modus auch gar nicht darauf ausgelegt, dass du ihn First Try schaffst. So, kann sein. Aber mir reicht das. Go, sell and burn.